Hier mal ein kleiner Werbespot. Wollt ihr meine Sticker bestellen? Es gibt sie als Mundschutz, es gibt sie als Handyhülle, es gibt sie als T-Shirt. Ganz viele Sachen als Tasse und was weiß ich. Ja, die könnt ihr in meinen Merch-Shop bestellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das bestellt. Und ja, danke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Illusion of Time. Heute haben wir Valentinstag. Ich habe mich heute mit meiner Charlotte getroffen. Wir haben zusammen ein bisschen was aufgenommen und... Ja. Und ich habe heute lecker Currywurst-Pommes gegessen, also mir geht's gut. Aber... Ja, wir treten gleich Mu. Also wird's mir gleich nicht mehr gut gehen. Vor uns liegt Mu, das Phantomland. Ja, eben ging's mir noch gut. Ich hatte heute einen schönen Tag mit meiner Charlotte, wie gesagt. Haben schön aufgenommen, gezockt zusammen. Ich habe heute eben gerade noch Currywurst Pommes gegessen, lecker vom Restaurant und... Ja. Heute ist der Valentinstag und Menzel hat heute Menzel hat heute Terranigma hochgeladen. Ja, ja. Und er hat erklärt, Terra bedeutet Erde, nicht Ehre. Und Enigma bedeutet Rätsel. Also der Enigma-Code ist ein Rätsel, also ein Rätselcode. Lilly spricht aus deiner Tasche. Ein Weg wird er uns nach Mu bringen. Ja, leider wird er uns nach Mu bringen. Aber, ja. So einen schönen Tag kann man doch nur mit Mu ruinieren. Lilly und ich betraten Mu. Ich hoffe, man wird uns willkommen heißen. Ich werde übrigens auch zeigen, wie man sich hier schön verglitschen kann. Werde ich auch zeigen. Das habe ich ja Mensch ja vorgeschlagen. Wie man soft... soft. Das Wort. Softlock, ja genau. Softlock. Mu, da habe ich in der Kindheit, das hat mir echt Probleme gemacht in der Kindheit. Da habe ich am längsten festgesessen. Eieiei, ich bin nicht ausgerüstet. Oh, mein toller Konto. Das ist echt gut. Ja, ja, ich würde gerne Illusion of Time hinter mich bringen, damit ich wieder einen Platz habe. Ich habe dann so viele Projekte gestartet und ich habe ja auch erst Rosenkohl-Stilette jetzt eine Aufnahmesession gemacht. Aber wir wollen über Mu reden. Was soll ich über Mu sagen? Also ich habe das Terranigma Mu lieber. Das habe ich auch schon beim Menzel heute angeschrieben. Ja, Menzel, heute hast du deinen ersten Terranigma-Part hochgeladen. Dann hast du eine gute zeitliche Einordnung. Ich habe schon nur noch vier. Ich habe vier am Anfang, wenn das Spiel gerade startet. Vier Kugeln. Oh Mann, das ist hart. Ich hoffe, ich kriege direkt Lebensenergie, aber ich glaube mal nicht. Ich würde sagen, ich kriege Verteidigung oder Angriff. So, in der Mitte könnte ich mich nicht erwischen, glaube ich. Ja, das ist gut. Ich muss Mu hinter mich bringen. Wobei, ich kann mich auf eine Sache freuen, ob das mit den, auf den Softlack mit den Blasen. Warte, ach ja, ich krieg, ja natürlich, ich krieg die Upgrades ja erst später, erst wenn ich das Wasser gesunken habe und alle Gegner überall in allen Etagen besiegt habe, oh Mann. Bitte, tu mir nicht. Oh ja, danke. Immerhin, in der japanischen Version füllt das wesentlich mehr auf. Oh ja. Hier bin ich, hier war ich als Kind verzweifelt. Oh, ich brauche Heil, Alter. Ich sterbe immer. Hilfe. Ich habe schon keine Leben mehr. Hier war ich total verzweifelt. Habe ich gedacht, oh, hier eine Schatztruhe. Aber die Schatztruhe ist leer. Und die Steinstatuen. Seht euch die Steinstatuen an, wie die lachen einen aus. Seht ihr das? Guckt mal an, die lachen. Was für ein breites Grinsen die haben, ey. Die lachen einen aus. Ich bin hier hoffnungsvoll hingegangen. Ich spüre, wo das war. Ich so, oh ja, das ist eine Kiste, bestimmt Heilkräuter. Ich mach auf, die Kiste ist leer. Und dann die lachenden Gesichter. Wie ich mich da gefühlt habe, ey. Das war schrecklich. Da hab ich nur gedacht, oh nein.
Ja, ist das schon die Stelle? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es so eine Blase. Nein. Aber jetzt ist eh aus. Ich habe die Blase an die Wand gehauen. Ich glaube, das war die Stelle nicht. Ich glaube, die kommt später. Wenn nicht, resette ich halt. Oh, Mann, ey. Ja, das war nicht hier. Oh, oder was, doch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Ich bin immer nur verzweifelt. Wenn, dann resette ich natürlich. Oh, nein. Ich bin tot fast. Boah, ey, das ist hart. Aber ich krieg den Slide. Oh. Mit der Slide ist eine nützliche Attacke. Ich hau ab. Was? Oh, ja, ich im Ohr. Nee, ich wollte den Raum eh resetten. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind Albträume. Das klingt wie der Spruch aus Terranigma. Oder das Kind da. Mann, ey, wie gemein. Der Steingolem hat gedacht, nö, du wolltest das doch zeigen. Ich freue mich schon, wenn ich den Kick hab. Das ist der Zirkus-Slide, der ist richtig gut auch. Oh Mann, ey. Ich bin zu nah dran, er schießt einfach durch mich durch. Okay, er ist besiegt. So. Was man auf gar keinen Fall machen darf, wo ich als Kind sehr viel Fortschritt verloren habe, weil ich ewig nicht gespeichert habe. Und die ganze Palastsache da nochmal machen durfte. Ich mache jetzt schon Safe-State. Safe-State. Ja, Leute. Wenn ihr so macht und sagt, oh, ich will Pinball spielen. Ihr könnt nichts mehr machen. Das ist Softlock. Ihr könnt nichts machen. Nichts. Ich glaube nicht mal los, dass Melodie hilft, ne? Könnten Heilkräuter helfen? Nee, das... Da hält auch nicht an. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich habe ganz selbst halt gemacht. Helft ein rotes Juwel? Wenn ich das abschicke? Nee, es hilft auch nicht. Helfen Heilkräuter? Peter, bringt die mich zum Anhalten? Nee, nicht mal Heilkräuter. Ich lade mal wieder. Ich will es nochmal probieren. Aber nicht mal Heilkräuter helfen hier. Also, ich habe gedacht, vielleicht, ja, kommt eine Textblase, dass ich mich dann nicht mehr bewegen kann oder so. Boah, schaut euch das an. Boah, das will ich nochmal machen. Noch näher. So nah, wie es geht. Geht's noch näher? Boah, schaut euch das an, also. Das ist ein absoluter Softlock. Da hilft nichts, da kann man nichts mehr unternehmen. Kann ich aufladen? Geht das theoretisch? Oh! Man kann dich doch befreien. Mit einem Psychodash. Interessant. Ne, mit einem Psychodash. Okay, dann ist es doch kein Softlock. Zeige jetzt Kind wie früher. Man kann dich mit einem Psychodash befreien. Nice. Also, okay, es geht doch. Man kann dich doch befreien. Mit Psychodash. Nice. Was ich hier alles herausfinde. Meinst du, wird das dann in einem halben Jahr oder so sehen? Ja. Ich nehme mal sehr viel im Voraus auf. Wie ihr merkt. Jetzt ist ungefähr... Was heißt ungefähr? Es ist... Valentinstag, es ist 14.02. Wenn das online kommt, das wird irgendwie Mai oder so sein. Dann ist auch Mario Origins fast zu Ende. Da kommt Roses Kreuzlette. Ich denke, nach dem Projekt hier kommt ganz Dienstag. Ja, der vierte Teil im Soul Blazer Quartett. Nein, ich sterb. Aha, nein. Wu ist zu hart für mich. Das ist der einzige Spucknapp. Okay. Brauch Heilung. Gaia wäre nett. Oder komm, gib mir nochmal so ein kleines Ding. Mann. Aber ich habe immer noch 2 Leben. Eben sie auch an den Dingern zu sterben. Das wäre jetzt immer peinlich.
Okay, hier brauchen wir so eine Statue. Okay, wir können die nichts machen. Nein, 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 nein. Oh, du wirst auch abgewehrt, obwohl es von unten kam. Ich hasse den, ey. Diese Gegner noch ganz schlimm. Hier sind richtig schlimme Gegner. Oh, von oben, ne? Ja. Okay, er ist weg. Ich bin nie drauf gekommen, Seagull frei zu machen, wie das befreien. Danke, es sah auch cool aus, wie es weggehauen wurde. Und die noch hinterhältig. Die sind zwar keine starken Gegner, aber die sind verdammt hinterhältig, wie die immer diagonal. Okay. Fiese Gegner. Okay, es waren alle, ne? Hier ist keiner mehr. Nein, ich bin wieder runter. Nee, aufladen ist bei dir zu gefährlich. Oder reicht das? Nee, das reicht. Ich kann mich nicht aufladen. Ja, oh Mann, ey, wie oft ich sterb. Ja, ja, manche sind das Albträume. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie war. Ja, ich sehe das Albträume. Ich weiß. In Mu ist es auf jeden Fall ein Albtraum. Eieieiei. Also auf 999. Ich bin früher war ich besser. Früher war ich besser in die Spiele. Da schlecht geworden. Und Rache an den ollen Magier. Aufladen war eine schlechte Idee bei denen. War ja der erste Schlag oder so. Okay. Wo ist er? Oh, Risiko, ey. Ja, okay, er ist besiegt. Ah! Okay. Nein. Und wir haben ihn besiegt. Hier rechts sind noch Gegner. Ach, nur blaue Schleime sind die harmlosesten Gegner. Von Mu würde ich sagen. Grauen sind schlimmer, weil die sind zwar viel wenig schwächer, wie gesagt, aber die springen so unberechenbar. Zack, zack. Wann kann ich mich in Gordon Frieden verwandeln? Hier ist nichts, oder? Ah, doch. Okay, bin ich sicher? Der ist auch unverwundbar, wenn ich so hinsetze. Noch einer. Mann, wie viel noch? Ich will Mu vorbei haben. Okay. Ich will keine Heilkräuter benutzen, ich will immer ein volles Inventar haben. Moment mal. Lecker was. Nee. Es ist leer. Da hab ich auch geärgert. Aber immer muss ich die zwei Statuen angucken, ist ein Item. Und das ist nämlich... Hier. Statue der Hoffnung erhalten. Oder gefunden. Wo ist die Blicke der Statuen? Das habe ich als Kind auch erst. Okay, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch... Ich bin hier eigentlich nochmal hergegangen. Ich habe noch eine zweite Statue der Hoffnung. Einen Raum. Ich glaube, ich hatte hier zweimal versucht, eine Statue zu bekommen. Beim zweiten Mal bin ich hingehauen. Ja, Leute. Wie spricht aus deiner Tasche? Will, mir geht da etwas durch den Kopf. Für mich hat es den Anschein, als ob sich die Schatzruhe dort befindet, wo ich die Gedachtkrücke der Statuen treffen würde. Vielleicht hat es aber nichts zu bedeuten. Ja, Lilly. Du kriegst den Blitzmerkerpreis 2021. Den von 2009 hast du ja schon. War auch wieder ein Deathmake-Apparent. Statue der Hoffnung. Ich hatte Riesenangst, als ich die Statue der Hoffnung eingesetzt habe. Riesenangst hatte ich da. Wieso werdet ihr euch fragen? Das ist doch Fortschritt und Fortschritt ist gut. Ich habe nur gesagt, setze die Statue mal ein. Ganz entspannt, ja. Ein leises Flüstern öffnet den Raum. Ganz entspannt. Ich denke so, oh, es wird doch gefuckt. Feuer kommt auf mich zu. Hilfe, Feuer, was mache ich jetzt? Nur Hilfe.
Und dann. Fuck, Magiergegner, oh nein. Zwei Magiergegner, wie soll ich das machen? Oh Mann, das ist ein Bosskampf. Oh, ich schaff's nicht, ich breche ab. So hab ich's gedacht. Gegen vier Magier auf einmal, das wäre Horror. Der Sonnengott. Hammer. Deine Margarine möge mein Brot streichen. Sonnengott Rama, deine Margarine möge mein Brot bestreichen. Ja. Ja, und das war da zurückgegangen. Oh. Der Spur jetzt zurück. Ja, jetzt können wir endlich die unerforschten Gebiete erkunden. Ja, es ist wie der Wasserpalast in Zelda. Ocarina of Time. Ein bisschen auch erlenkt wird. Ganz bisschen. Da senken wir das Wasser ja noch einmal ab. Und was ist denn hier? Oh, vier Schleime. Naja, es sind nur die blauen Schleime, die sind nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Habt ihr mich einmal immer erwischt? Genau. Die Gegner sind hier noch. Oh, falsches Ding. Sieben. Wollen natürlich alle Gegner legen oder noch blaue Schleime? Komme ich da hin? Ist hier noch eine Rampe runter oder komme ich da nur aus einem anderen Raum hin? Ich glaube nur aus einem anderen Raum, ne? Komm. Ja. Moves übrigens angeordnet wie beim Würfel die 6. Ich habe hier keine roten Juwelen verpasst, das wäre übel. Irgendwo im Wasserpalast oder wo auch immer. Boah, ich hasse die, ey. Diese Magie, ja, ja, nein. Okay, ich hab getroffen. Boah. Komm nochmal hier hoch. Wo ist er? Jetzt sind wir bestimmt oben. Ne? Bam! Ja, Treffer, ja. Yeah. Erledigt. Hier links kann ich mich in Gordon Frieden verwandeln. Gordon Frieden. Eieieiei. Bam, 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 bam. Oh oh. Nein, nicht jetzt sterben. Bitte, bitte, bitte. Ich hab noch was geschafft. Gleich wird doch alles gut. Komm. Ja, geschafft. Ist hier auch noch Gegner. Schleit. Nee, ich glaube. Ja, erstmal. Mich in Frieden verwandeln. Gordon Frieden. Frieden. Krieg auf. Heilen, aufladen, ja. Ja, es reichen Mu. Amu ist gerade erst erwacht aus dem. Aus dem Meer. Ist gerade auf. Ja, und kommt alle her. Es ist noch Suppe da. Er hat noch nicht erwähnt nochmal. Oh, und die ganzen Death-Mix-Sprüche in meinem Kopf. Ey. Und Heurika. Schau. Mit Frieden ist es hier kein Problem. Mit Gordon Frieden. Aber weil mit Frieden könnten, ich meine, du könntest mit Frieden Softlock sein mit den Dingern oder nicht? Ich bin mal schlecht. Warte, ich möchte mal gerne mal ausprobieren. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich so mache? Okay. Ich weiß, ich einmal wieder rum, ich mache wieder ein Test-Set. Ich will aber mal ausprobieren, ob das ein Softlock ist. Bam, haut der Frieden gleich zwei auf einmal weg. Irgendwie stärker, aber ich glaube, wenn man auch kann Frieden sich retten. Die nächste Frage ist noch, kann Shadow sich retten? Shadow irgendwann mal probieren, den erhacken. Okay, der kann sich auch. Was? 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 Hä? Hä? Habe ich die Blase zerstört? Kann die Blase zerstören? Hä? Hat ihn aufeinander.
Eieieiei. Bam. Boah. Tja. Das ist nice. Nice, nice. Na, 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 den allein, der wacht nicht auf, ne? Oh! Oh! Aus dem Weg, mein Freund! Mein Freund, der Baum! Ich kannte ihn kaum! Oh, so viel... Mann, ey, ich sollte mir eigentlich Platz verlassen. Da hätten wir die Kuh nochmal weghauen. Das ist witzig. Nein, 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 nein. Autsch, ja, das hat heute aber so gemacht. Okay, dann hauen wir mal ab. Ah. Den in der Mitte zuletzt machen. Weil sonst werden die anderen frei. Okay, okay. Ja, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Oh Mann. Oh, 21 Minuten bin ich schon in Move. Eieiei. Naja, nicht ganz. Bin auch erstmal eine Minute reingegangen. Ich hab euch begrüßt eine Minute. Ja, da brauchen wir den Psycho Slide. Den wir noch nicht haben. Den wir bekommen werden. Oh Mann, sorry. Ich mache jetzt auch öfter Tierlisten, die schön provokant sind. Morgen kommt die Mario Party Tierlist on. Ja, morgen. Für euch ist es schon vor ein paar Monaten. Ja, das kann man übrigens auch mit Will schaffen. Man muss einfach nur schnell sein. Oder man macht so. Oh. Fuck. Daran haben die gedacht. Daran haben sie gedacht. Nein, das ist ziemlich knapp bemessen. Ja, aber ich hab's geschafft. Ich glaube, der Boss von dem Gebiet hier, dem Ding in der Tür da unten. Nein, nein, nein. Ziemlich sicher. Weg. Okay, kann ich nicht erreichen jetzt aber. Dann stört er mich später nicht. Komm hier nicht gleich die vier. Nee, später. Weg. So, die stören mich alle später nicht, das ist gut. Gegner bleiben hier weg. Oh. Ah, da erscheint die Steinstatue. Bringt mir jetzt noch nichts, aber später. So, weg. Aber ich dachte, ich kann noch einen mitnehmen. Die Feuerschlange nehme ich immer an Mario, diese. Komm durch, durch, durch. Au. Ja, die sind schwer auszureichen. Und tschüss. Ja, ich hab's gesehen. Wie weit komme ich in den Partner im Move? Ich habe sehr weit. 1,69. Jetzt für nur 1,69 im Angebot. Jetzt kostet es 1,70. Hier kriege ich den Slide, ne? Ja. Ich würde mal sagen, das ist auch eigentlich eine gute Stelle, den Part zu beenden, oder? Vielleicht schaffe ich dann im nächsten Part Move schon zu beenden. Das wäre nett. Bin mir nicht sicher, ob es im nächsten Part schon klappt. Aber übernächsten auf jeden Fall.
Du hast den Zygoslein oder Zygoslein gelehrt. Kann nun verwandt werden. Nur Müll kann den Zygus leider verwenden. Du kannst mit viel Schwung durch eine Passage rutschen. Ja, ja, ja. Du kannst laufen. Ja, die Slide-Attack ist toll. Nee, ah, ich kann es nicht hier machen. Oder kann ich es auch hier machen? Doch, ich kann sie. Die Attacke ist richtig stark. Kann man nur im Kampfgebiet machen. Das kann man nicht, zum Beispiel in den Inka-Gebiet, wo das kleine Loch ist, machen. Ich hab's probiert, es geht nicht. Oder ist auch, da ich bin auch mit dem Walk to World Sheet. Da ist auch kein Weg. Also, selbst wenn dann ein Weg wäre, also ist kein Weg. Erstens, man kann da nicht sliden, weil es kein Kampfgebiet ist. Und zweitens, wenn man es könnte, das eh kein, wie nennt man das? Portal sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Oh, ich habe gar kein Stück gemacht, ne? Na, dann mache ich es jetzt. Tschüss.